Jo, das ist schon wieder alles nicht so vertrauenserweckend. Okay, da vorne kommt wieder eine Weggabelung. Wir gehen links. Wenn hier jetzt auch noch ein Psychopath rumläuft, der uns hinterher rennt. Abgesehen von diesem komischen Besen, fände ich das recht. Und geil, was zur Hölle ist das denn jetzt? Ich meine, das unterstützt eher die These, dass hier irgendwelche Alien, außerirdische, nicht terrestrisches Leben, wie auch immer, rumrennt. Gut, das ist die Weggabelung, ich glaube. Jetzt ging's los hier. Was auch immer uns hier erwartet, es wird, glaube ich, unschön. Eons. That's how long I spent, suspended in nothingness. And then this one time, a pale, dim glow filled it. I felt as if some consciousness started soaking through an orange cloud into my brain, dripping with heavy drops, not letting me pass away nice and peaceful. I fought with myself. I had no strength to open my eyes. And finally, after processing this situation on and on, I realized I have no eyes. Diesmal ein beunruhigender Text, so heißt es so. Er hat festgestellt, er hat keine Augen. Warum um Gottes Willen sagt er das jetzt, wenn wir hier durchlaufen? Wie kann einem bewusst werden, dass man keine Augen hat? Ist das die Höhle? Das ist eine Höhle, aber da kommen wir auch nicht ran. Ist wieder irgendwo ein Zettelchen? Hallo? Oder ein Feuer? Jo, ich habe ein bisschen festgehalten. Das ist ein Feuer, ne? Sieh mal einer an. Warte mal. Die Frage, sitzt da jemand? Na gut, wir kommen ja sowieso irgendwann. Was war wir erst in die Höhle? Na komm, wir gehen erstmal in die Höhle, wenn wir es eh gerade hier davor stehen. Ich weiß, das Feuer ist auch interessant, aber die Höhle müssen wir auch irgendwann erkunden. Oh mein Gott! Oh nein! Hilfe! Ja. Kommen wir nicht durch. Junge, geh weg von mir! Ja, beruhig dich wieder.
Ich habe eine Errungenschaft freigeschalten, der Läufer. Mind is a curious toy, consumed by... Okay, grundlose Leiden. Wo kommt man hier raus? Also, mir geht gerade die Pumpe wie noch mal was. Wir sind in diesem Höhlensystem, das ist ja mal sehr beunruhigend. Geht's da vorne heraus? Wir lesen uns das Zeug, ich verspreche, wir lesen uns das Zeug durch, aber ich will hier. Gottes Willen. Ich glaube, ich habe den Weg überhaupt nach draußen gefunden. Bitte lass es einfach den Ausweg sein. Ist es da, wo wir uns gerade befinden? Das interessiert mich jetzt. 21. Das könnte ganz gut sein. Also irgendwo kommen wir hier auf jeden Fall raus, laut diesem dezenten Hinweis. Toll, sind wir wieder hier. Lady, Sie könnten auch sagen, wo hier ein Ausweg ist. Hä? Gab's den Weg vorher schon? Ist das der Ausweg? Bitte, 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 lass es den Ausweg sein. Lass es den Ausweg. Nein, 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 wir gehen nicht nochmal weiter rein. Da oben ist das Feuer. Juhu, wir sind draußen. Okay, warte. Ein Höhlenausgang. Muss ich hier, das ist es. Ist hier unten irgendwie. Heißt, wir müssen gleich schon in die andere Richtung hier. In der Hoffnung, vielleicht noch zu dem Feuer zu kommen. Blöde Höhle, ey. Ich dachte, ohne Witz ist wieder runtergeschissen, dass wir komplett drauf gehen. Ach, ich weiß, wo wir sind, okay. Ich weiß, wo wir sind, alles gut. Ich glaube, das Geheimnis hier mit der Höhle haben wir auch irgendwie schon abgefrühstückt. In die gehen wir nicht nochmal rein. Wenn ich hier wieder einen dämlichen Zettel höre. Na, wie kommen wir zu dem Feuer? Das interessiert mich jetzt. Und hier ist ein Zettel. Wo ist der Zettel? Er ist rechts von mir. Thank you.
Mensch, ich höre ihn doch. Es kann natürlich sein, dass der auch da drin ist und will so jetzt nicht rankommen. Ich will auch nicht nochmal in die Höhle, ganz ehrlich. Okay. Diesen Zettel bekommen wir wohl nicht. Aber wie komme ich an das Feuer ran? Sind wir schon mal nicht. Das Hallo? Ich möchte hier durch. Hier komme ich ans Feuer. Es ist ein Speicherpunkt. Ja, Gott sei Dank, ey. Okay. Das ist alles sehr beruhigend. Aber ich möchte eigentlich... Ich korrigiere meine Aussage. Ich möchte nochmal in die Höhle. Und zwar möchte ich hier rauskommen. Ich möchte es schaffen, da unten rauszukommen. Genau, das wollen wir aber erstmal kurz mal... Weg mit der Karte. Dokument lesen. Human beings' mind is a curious toy. Genau, hier. Consumed by pain and madness. It resists, it defends itself. For what can set it free? The path to understanding leads through contradiction. We deny one simple fact. The fact that humans are the real monsters. And as such, we should treat each other. Although I had been deluding myself otherwise for so many years, I had finally figured out my true nature. Remember that in the darkness, you are never alone. There is always someone who awaits you for. Das Logbuch ist ja Einträge, die wir finden, meines Erachtens nach. Und irgendwas hat ihn kirre werden lassen, beziehungsweise zu der Erkenntnis kommen lassen, dass Menschen die wahren Monster sind. Und ich gerade letztes Satz, es geht immer irgendjemand oder immer jemanden, der darauf wartet, dass du fällst. Ich meine, das spricht sich auf das Thema Habgier aus. Und das trifft schon, finde ich, manchmal zu, dass Menschen sehr habgierig sind oder sehr neidisch aufeinander. Aber sie gleich als Monster zu bezeichnen oder abzustempeln, ist, glaube ich, auch eher der falsche Weg. Da bin ich fest der Überzeugung, dass dem nicht so ist. Artikel. Hatten wir noch einen Artikel? Irgendwas hatten wir ja gerade noch gefunden. Warmes Bild. We are sitting in room number 23. Nein, was wir noch gefunden haben, aber... Oder zwei Einträge einfach von... I set up. Nein. War schon eine große Erkenntnis. Wir haben das Bild auf jeden Fall gesehen von der Dame, auch wenn ich das noch wirklich hier kurz davor gestanden habe. Das Ganze werden wir uns auch nochmal anschauen. Wie gesagt, ich möchte nochmal in die Höhle, weil ich eben diesen Weg nach unten schaffen möchte. Wir können natürlich auch außen rumlaufen, ich weiß, ja. Aber es wäre mir irgendwie auch recht, dass wir das schaffen. So, jetzt nochmal ein Eingang. Achso, das ist der blöde Eingang, den wir gerade eben runtergestürzt sind. Es war aber auch trügerisch, dass das einfach eingestürzt ist, da wo ich hin wollte. Damit habe ich wirklich beim besten Willen nicht gerechnet. Ich würde aber jetzt mal sagen... Einmal schön das Feuer betrachtet. Das war's. Es ist mal für die Aufnahme, damit mal wieder was hier von auf YouTube erscheint. Die nächsten Aufnahmen und den weiteren Storyverlauf, die wird nicht so lange auf sich warten lassen, das verspreche ich. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen, hören uns beim nächsten Mal wieder oder lesen uns, je nachdem, wenn ihr Kommentare schreibt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.